Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, neue Aufnahmesession und ja, ich habe schon mal eine halbe Stunde aufgenommen und dann festgestellt, es nimmt nicht auf. Das ist natürlich eine schlechte Variante, um aufzunehmen. Machen wir das nochmal. Was wir gemacht haben, jetzt ist es natürlich ganz schlau. Ich habe ja einen Zettel, da stehen die Kommentare drauf, von Sachen, die wir noch ändern müssen. Ja. Hat es mir irgendwie auch zerrissen, also sprich nicht gespeichert. Jetzt müssen wir das aus dem Kopf machen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind hier in, Kolka, genau, Kolka war es. Hier haben wir einen Fehler in der Buslinie zum Beispiel. Also, nehmen wir mal Bus Kolka und dann wollen wir mal schauen. Hier ist irgendwie die 11, genau. Ja, die Industriestraße, das ist ein Industriedingens. Moment, wir gucken mal, 11 hier unten. So, das gehört natürlich nicht in den Fahrplan rein. Wo haben wir dich denn? Hier unten ist es. Ja, gehört da nicht rein. Gut, jetzt habe ich aber gerade gesehen, hier stimmt irgendwie auch was nicht. Das ist ja nur eingleisig sozusagen. Also sprich, geht nur in eine Richtung, wisst ihr was? Wir machen das ganz einfach. Wir machen es nochmal neu und richtig. Und nehmen jetzt aber natürlich nicht das Industrieteil nochmal rein. Also, wo fangen wir an? Wir fangen beim Bahnhof an. Halt, aber mit Haltestelle hinzufügen. So, diesen hier. Dann mal ein bisschen rauszoomen. Bitteschön. Hallo? Es zoomt nicht, jetzt zoomt's. Gut, hier rüber. Dann, das ist die Industrie. Also müssen wir die Haltestelle nehmen. Zack, zack, zack. Zack. Und jetzt wäre es halt irgendwie von Vorteil, man könnte hier rüber. Das können wir aber nicht machen. Da ist der Bahnhof. Da haben wir viel zu viele Gleise, die später noch kommen. Da machen wir noch gar nichts, sondern wir machen so. Wir fahren von hier mal hierhin zurück. Jawohl. Und dann wieder den ganzen Spaß retour. Und dann müsste das halbwegs passen. Können wir gleich gucken. So, hier. Doch, ist überall doppelspurig. Passt. Gut. Hätten wir das schon mal gerichtet. Was haben wir denn hier jetzt noch Schönes gehabt? Genau, den Vorschlag, mal mit jemandem mitzufahren. Also sprich, in eine Person reinzugehen. Ich mache mal ganz kurz Pause. Das funktioniert bei mir nicht. Also in eine Person rein und dann in den Zug einsteigen und dann als Passagier mitfahren. Das war die Idee. Das funktioniert bei mir leider irgendwie nicht. Wenn ich hier eine Person anwähle und so die Kamera mache, dann haben wir Third Person. Das bringt nichts. Wenn der jetzt einsteigt, bleibt die Kamera in Third Person. Sobald die Leute den Bahnhof betreten, ist vorbei mit First Person. Dann hat man wirklich hier diese Außenansicht. Wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel reingehe, sitzt hier schon jemand? Ja. Und den anklicke, dann kriege ich auch nur den Zug. Zack, dann haben wir hier diese Ansicht, die Führerstandsmitfahrt. Also, geht ihr mir nicht? Falls jemand eine Idee hat, wie man das vielleicht doch noch machen kann, ja, dann immer in die Kommentare damit. Bei mir funktioniert so auf alle Fälle nicht. Auch nicht, wenn wir eben einen Zug betreten, beziehungsweise das Spiel anhalten, in eine Figur reingehen. Das geht eben irgendwie komischerweise auch nicht. Gut, wir haben hier noch Züge zu kaufen. Ich weiß, jetzt haben wir aber noch was. Ich hoffe, beim besten Willen, ich vergesse nicht irgendwas. Aber hier in Bechhofen fehlt eine Straße. Das ist hier oben, hieß es. Straße, Straße, Straße. Das müsste dann hier irgendwo sein. Nee, fehlt nicht. Wahrscheinlich ein älterer Kommentar. Oder die Stadt hat hier vielleicht sogar schon repariert. Oder wurde die Straße gemeint? Da haben wir eigentlich gesagt, dass wir hier noch nicht bauen. Und die Stadt mal ein bisschen üben lassen. Mal gucken, was die da hinstellen. Wir haben hier, sehe ich gerade entsetzt, schaut mal an. Wir haben hier noch gar keine Personenzüge. So viel zum Thema, dass alle Städte angeschlossen sind. Jein. Hier Bechhofen hat weder Busse noch, ja, das sind Lastwagen, noch ein Personenzugbahnhof. Das müssen wir natürlich ändern, ganz klar. Dann heißt, das heißt, dass das Städtchen hier tatsächlich auch noch ans Netz muss. Ich habe das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas, irgendwo, irgendwann fällt uns vielleicht wieder ein. Was wir jetzt noch neu haben, da muss ich aber gucken, wo ich die hinstelle. Eine neue Kirche. Hier und dann bei Haus und dann mal gucken. Ein relativ schönes Teil hier. Johanneskirche, eine Stadtkirche für klein- und mittelgroße Städte. Jetzt, wo wollen wir hin damit? Ja, ist relativ groß. Ich würde mal sagen, Bielefeld. Bielefeld ist ein Städtchen, das wurde von euch, von der Community so genannt. Also da haben wir ja abgestimmt. Und die haben als
einziges von diesen Städtchen, was wir selber benannt haben, eigentlich noch kein, keine Ahnung, noch keine Burg, kein Nix. Es stand eh mal in den Kommentaren, Bielefeld hat auch eine Burg. Aber ich möchte jetzt nicht die Burg in jede Stadt stellen, nur weil die im Original auch eine Burg haben. Aber Bielefeld kriegt jetzt diese schöne Kirche. Und jetzt dachte ich mir gerade, hier unten zum Beispiel, denn hier haben wir keine Straße. Das heißt, hier können sie nicht bauen. Höchstens wir machen noch eine Straße, aber wir können hier natürlich die Kirche hinstellen und dann je nachdem vielleicht sogar von hier aus eine Straße machen. Und das ist doch relativ cool. Wenn man die hier hinstellt, dann sieht man schön vom Bahnhof aus natürlich diese Kirche. Machen wir die parallel zum Bahnhof oder machen wir die parallel zu den Häusern? Das ist dann die Frage. Ich würde sie eher so machen. Und aber irgendwie so in die Richtung, dass wir eben noch mit einer Straße vorbeikommen. Klappt das, wenn wir dich so hier hinbauen? Ich sehe es nicht. Moment, ein bisschen drehen. Noch mal ein bisschen feiner drehen. Da müssen wir eigentlich schon mit einer Straße lang kommen. Wir stellen die mal hier hin. So, okay. Angucken werden wir es uns natürlich auch. Jetzt möchte ich aber zuerst schauen. Ja, das würde schon mal gehen. Wir kommen vielleicht sogar ein bisschen näher ran, wenn wir nicht so weit hinten sind, dass wir da das Haus gleich mit abreißen. Na, wir stehen da, glaube ich, ein bisschen im Garten drin, deswegen. Aber okay, wir brauchen halt den Platz. Wir kommen mal von der Seite her. So, okay. Jetzt hier irgendwie rum. Das dürfte aber eher eng werden hier oben. Kommen wir hier vielleicht mit der dünneren Straße durch? So nicht. Ah, aber das ist gut. Die Kirche hat keine Kollision. Sprich, hier können wir eigentlich im Prinzip durch die Kirche durchbauen. Ein bisschen. Zumindest da, wo wir es müssen. Ich würde das jetzt nicht übertreiben, da das natürlich dann, ja. Hier haben wir eine Straße in der Kirche drin, will eigentlich auch keiner. Aber, ja, so ist eigentlich relativ schön. Und im Prinzip müssten sie hier dann ja wieder bauen, wenn man es genau nimmt. Wir können hier ja vielleicht doch mal zur kleineren Straße wechseln. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Mal gucken, ob sie bauen. Kommen wir hier vielleicht sogar raus? Oh, guck mal, das ist ja schön. Ohne, dass wir da irgendwie ein Haus abreißen. Dann gehen wir in die Richtung noch. Und vielleicht irgendwo hier vorne rein. Genau. So, da haben wir doch tatsächlich wieder ein bisschen Baugrund geschaffen. Dass jetzt hier die Kirche ein bisschen auf der Straße steht, das würde ich verzeihen. Es geht halt nicht anders. Hat man gesehen, sonst ist das Gleis im Weg. Okay, ein Innenleben hat sie nicht, aber ansonsten muss ich sagen, sehr schön. Wenn man jetzt hier im Zug drin sitzt, ja, guck mal, das sieht doch gleich ein bisschen anders aus. Gefällt mir sehr gut. Okay, Bielefeld hat eine Kirche. Also, so viel zum Thema. Jetzt muss ich vielleicht noch ganz kurz sagen, und Bielefeld existiert eben doch. Mir ist klar, dass es Bielefeld gibt. Ich kenne Bielefeld. Ich war schon in Detmold, ich war schon in Herford, ich war schon in Bad Salzuflen, als Kind zumindest. Das ist ja alles da in der Gegend. Aber irgendwie, ja, anscheinend, ich weiß nicht, da müsst ihr halt mal googeln. Es gibt irgendwie eine Legende, dass es Bielefeld eben nicht gibt. Und das stand oft in den Kommentaren. Und deswegen habe ich dann eben geschrieben, und Bielefeld gibt es doch. Dies zur Erklärung. Gut, ein schöner Zug. Gefällt mir nach wie vor sehr gut. Jetzt stand auch noch in den Kommentaren, wir müssen dringend mal die Linien überprüfen. Sprich, wir haben überall sehr viele Leute, wir haben überall sehr viele Züge und teilweise eben alte Züge. Das werden wir machen. Jetzt werden wir aber zuerst hier hinten diese neue Strecke noch in Gang nehmen. Und halt hier Bechhofen müssen wir auch noch ans Netz nehmen. Ich würde mal sagen, wenn man das so, dass wir jetzt tatsächlich alles mal abschließen mit Linien, also dass wirklich jede Stadt Züge hat und so weiter, und danach werden wir mal eine Folge lang gucken, wo wir Züge ersetzen müssen, denn das geht irgendwann auch ins Geld, wenn diese langsamen Züge natürlich, also nicht nur langsam, wenn diese alten Züge halt einfach zu wenig Leute transportieren können. Das ist nicht sehr wirtschaftlich. Hallo Alex! Cool, kommt auch gerade an. Also hier Züge. Jetzt haben wir hier eigentlich ein Depot. Kann mir mal einer erklären, warum das nicht angeschlossen ist? Ging das nicht oder wollte ich das nicht? Das müsste doch eigentlich gehen. Wir gucken mal. Ja gut, das Haus muss halt weg. Aber ja Gott, dann muss das Haus halt weg. So ist das, wenn die Eisenbahn kommt. Da würde ich jetzt nicht mal ein großes Problem sehen. Wir machen das mal. Hier kommen wir auch durch. Ja gut, das Sträßchen, das ist natürlich schnell abgerissen. So, mal hier so lang. Und jetzt hier irgendwie ins Gleis rein. Genau.
gucken, dass wir wirklich Weichen haben und nicht Kreuzungen. Passt. Was nicht passt, ist natürlich hier, müssten wir die Signale neu setzen. Machen wir mal, beziehungsweise nicht setzen, erstmal abreißen. Nämlich dich hier. Du bist zu nah. So, Signale haben wir hier unten. Und dann kommt das neu. Gut, hätten wir nicht mal gemusst, ist ja nur ein Depot. Aber okay, wir machen es jetzt trotzdem. Wobei ist eigentlich doof, die Weiche haben wir ja hier. Ich denke mir nur gerade, ob die Weiche nicht fast ein bisschen zu nah am Bahnhof dran ist. Das könnte je nachdem irgendwann noch Probleme geben, wenn die Züge länger werden. Wisst ihr was, wir machen das Signal mal hier hin. Dann gibt es das Signal für das Depot. Das bräuchte es nicht, ich weiß. Ich mache das aus optischen Gründen. Okay. Hätten wir, und jetzt sollen wir die Weiche schon mal versetzen. Ich würde sagen, wenn wir ja eh gerade hier sind, wir gucken mal, kriegen wir die vielleicht hier hin. Das sind dann ein paar Meter, das macht nicht, halt, das macht nicht wirklich viel aus, aber da ist das Signal, das ist allerdings das Depot-Signal, das sollte uns hier nicht stören, wenn ich es dann mal irgendwann noch hinkriege. Doch, geht, okay, kriegen wir hier auch eine X-Weiche hin, die andere werden wir dann natürlich, jawohl, die andere werden wir jetzt abreißen. Le Bagger. So, gut, wie sieht es aus mit dem Signal? Das passt, das steht jetzt hier vor der Weiche. Gut, ist einfach, ja, sozusagen eine Lösung für ein Problem, was entstehen könnte. Wir haben das Problem noch nicht gehabt, aber ich denke, es hätte sein können, dass wir das bekommen. Gut, jetzt Züge kaufen. Haben wir eigentlich die anderen Signale schon? Jawohl, die Linie. Nur sichtbar. Ja, sehr schön. In schickem Senfgelb haben wir die. Dann kaufen wir uns mal was. Mal gucken, was kaufen wir denn da? Ist ja durchaus eine längere Strecke. Ich würde sagen, wir scrollen mal runter und gucken mal, was wir an neuen Lokomotiven haben. Viel weiter unten. Scroll, 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 scroll. So, irgendwo kommen hier ganz neue. Raya DHL. Okay, das sind natürlich auch schon mal wieder sehr schöne Lokomotiven. Hier ÖBB. Cargo. Nochmal ÖBB. Oh, ÖBB 1216. Die hat eine relativ schöne Lackierung. 230 km. Kaufen wir mal. Ich würde sagen, wir machen drei Züge. Oh, das ist auch eine schöne. Das ist aber auch eine ÖBB 1216. Da würde ich jetzt nicht zweimal die nehmen. Dann nehmen wir lieber eine andere. BR 145. Ja, macht noch 140 und Häfen und Güterverkehr. Okay, Köln. Aha. Die Vectron. Nachfolger des Eurosprinters. 200 km, die nehmen wir. Da wüsste ich auch schon Wagen dafür. Dann haben wir hier Stadler Butler. Der passt hier natürlich nicht wirklich rauf. Zement-Taxi, sehr nett. Schloss Wackerbart. 160, der bremst ein bisschen. Das sind sehr schöne Lokomotiven, das sehe ich von hier aus. Aber hier haben wir auch noch was. 200 km. The Grey Livery with a Spectacular Photo of Norway. Ah, Norwegen. Okay, mit Foto. Ja, nehmen wir mal. Dann haben wir hier ungefähr das gleiche Tempo. Okay, dann haben wir die Wagen. Das wäre dann Passagier. Und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir unten Norwegen. Wo hängt denn das Spiel die Wagen jeweils hin? Zu oberst oder zu unterst? Wir können ja mal gucken. Wir nehmen mal irgendwas. Diese Einheitswagen, die hätte ich halt auch ganz gerne noch. Immer unter dem Vorbehalt, dass wir die schon haben. Ich weiß beim besten Willen mit Trainfieber zusammen, jeweils unter Kampagne von Transportfieber, nicht mehr ganz genau, was wir alles haben. Oh, SBB AMZ C1, diese Orangen, die möchte ich auch. Sollen wir mal Norwegen mischen mit denen? Passt hier mir nicht so von der Farbe her. Was würde denn hier dazu passen? Diese hier zum Beispiel. Was ist das Schönes? Man 200 km, die haben... Ja, die haben ordentlich Power. Wir kaufen mal. Okay, die kommen unten hin. Machen wir mal so und jetzt auf die Länge achten. Sehen wir von dem nochmal ein paar. Machen wir mal 230 Meter. Linie zuweisen. Dann Pause machen, nicht vergessen. Das ist die hier. So, denn jetzt fährt der Zug raus. Oh, jetzt habe ich wieder alle geschickt. Ach, Heisenberg, du mit deinen Knöpfen. Okay, müssen wir nochmal machen. Also, du drehst nochmal. Gehst nochmal ins Depot. So, und dann haben wir... Nee, da kommt der auch noch, ganz klar. Den drehen wir ebenfalls. Auch nochmal ins Depot. Und jetzt kommt der letzte noch. Ist das dann der richtige? Moment. Dann müssen wir den wenigstens nicht drehen. Bist du Norwegen? Sieht fast so aus. Okay, dich wollte ich eigentlich raus haben, genau, mit den Wagen.
Aber jetzt machen wir Pause. Es ging ja nur darum, dass die weg sind, damit wir hier in Ruhe weiterkaufen können. Nee, nicht Lokomotiven, sondern Passagier. Und dann käme jetzt hier die Vectron. Da hätte ich gerne IC-Wagen oder sowas, was zumindest so aussieht. Zum Beispiel die hier. Denn da habe ich irgendwie, keine Ahnung, mal ein Bild gesehen von dieser Lokomotive, wie die eben IC-Wagen gezogen hat. Ich glaube, wir haben einfach die hier. Eurostar, das stand doch irgendwie genau. Moment, das muss ich jetzt aber nochmal kurz sehen. Du bist, glaube ich, elektrisch. Moment, das stand doch haargenau. Das wären dann ja tatsächlich für einmal die passenden Wagen. Halleluja. Wo bist du? Lass dich sehen, lass dich finden. Hier, Vectron. Das ist ein Eurosprinter. Wie hießen die? Jetzt finde ich die natürlich wieder nicht mehr. Nein, es ist ja schon weiter oben war das irgendwo. Ja, sonst machen wir jetzt kein Drama draus. Eurostar, okay, Eurostar und Eurosprinter ist wahrscheinlich nicht das gleiche, aber wir nehmen trotzdem mal. Ne, wir nehmen diese ICE-Wagen, die zumindest die optischen ICE-Wagen, okay? Einmal, zweimal, dreimal, was haben die für Kapazitäten, okay? Viermal, fünfmal, das muss reichen von der Kapazität und der Länge her. Linie zuweisen machen wir jetzt hier, sonst fährt der auch wieder raus. Also IR Langen. Und dann haben wir hier noch diese Lokomotive. Eher was Schwarzes, also was Dunkles. Was haben wir hier denn Schönes, was eher ein bisschen dunkler wirkt? Diese roten ÖBB AMZ, die passen mit Sicherheit. Das ist ja, glaube ich, eine ÖBB-Lok, wenn ich mich nicht völlig vertue. Wir nehmen die mal. Jetzt haben wir aber die Orangen nicht. Ja, die nehmen wir später mal noch. Okay. 34. Machen wir mal einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Nehmen noch so einen dazu. Zweimal. Dann haben wir 205 Meter, das reicht auch. Linie zuweisend, IR Langenberg, Kolka. So, wir geben Gas und dann fahren wir natürlich mit, beziehungsweise ich würde mal sagen, wir gucken hier zuerst mal, wie die rauskommen. Hier diese schöne norwegische Lokomotive. Sie Norsch to Togget. Ja, das ist dann halt norwegisch. Dessen bin ich nicht wirklich mächtig. Okay, gibt sicher eher eine schnelle Linie. Aha, die haben grüne Sitze, okay. Ja, und eigentlich kannst du fahren, würde ich mal sagen. Wir fahren dann mit dem letzten mit, würde ich vorschlagen. So, aber ein schöner Zug, definitiv. Eine sehr schöne Lokomotive. Ja, mach dich mal auf die Reise und berichte uns, wie es war. Dann wissen wir es, wenn wir dann auch losdüsen. Ein Signal haben wir, das heißt, der kann hier auch raus. Jetzt habe ich hier auch schon wieder ein Häuschen hingestellt. Das geht ja schon schnell bei denen. Aha, das ist eben die Vectron. Ja, sehr nett. Und ordentlich schnell. Aber die sind, glaube ich, alle drei relativ schnell. Also ich denke, die müssen 200 km/h machen. Zumindest wenn das die Schienen bzw. die Bauart zulässt. Das werden wir dann sehen, wenn wir unterwegs sind. Was mir hier jetzt nicht gefällt. Und wir haben ja ein Momentchen Zeit. Moment, ich brauche nicht die Kirche, sondern ich brauche dich. Ich würde hier gerne noch ein bisschen Ordnung machen. So, einfach im Groben. Das passt eigentlich eh schon. Hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Okay, hier kommen ja eh noch Gleise raus. Da werden wir dann auch noch rumschustern. Halt, ich möchte den noch kurz sehen, bevor wir beim anderen dann einsteigen. Sehr schön. Da hinten die Brücke, die ist halt auch sehr nett geworden. Gefällt mir sehr gut. Gut, wir gehen gucken. Jetzt können wir nämlich in den Zug rein. Beziehungsweise jetzt schauen wir erstmal, wie der aussieht, wenn er rauskommt. World Record. 375 km/h. Okay. 357 km/h. Lesen müsste man noch können. Die Lokomotive? Echt? Ich weiß es gar nicht. Oder ist das irgendwie, ja, so eine Art Werbung für das Guinness-Buch? Keine Ahnung. Aber ist eine schöne Lokomotive. Das ist ja das, was zählt, was uns wichtig war. Gut, auf geht's. Immer hinein. Wir schauen mal, wie schnell wir sind. Wir schauen mal, wie die Strecke so aussieht. Und genießen diese Mitfahrt. Und dann da oben Bechhofen. Eben, gibt's ja gar nicht. Da sind die tatsächlich noch nicht am Netz. Groß verkündet, dass dann das hier etwa die letzte Stadt ist. Beziehungsweise die nächste, die wir da erreichen. Die haben, glaube ich, auch noch keine Busse. Kann das sein? Müssen wir gucken.
Wir werden sehen, wir haben ja keine Eile. Sieht von hier aus aber auch schon relativ nett aus, da mit der Brücke. Gefällt mir auch relativ gut. Und da die Leute mit ihren Privatfahrzeugen, sag mal, hier, Zug, umsteigen. Okay, die Linie gibt es noch nicht lang. Von daher sei Ihnen das verziehen, wenn Sie noch die Privatfahrzeuge nehmen. Aber künftig dann bitte hier die Züge benutzen. Dafür haben wir sie auf die Strecke gesetzt. Okay, 150 haben wir, aber da vorne ist schon das Städtchen. Jetzt wird er dann eh gleich bremsen müssen. Ja, macht er auch. Ich denke mal, diese Strecke, die ist zum Beispiel jetzt auf eine ganz lange Weile raus relativ gut versorgt. Mit den Kapazitäten, die wir hier drauf haben, sollte da nicht allzu viel geschehen. Auch wenn hier wirklich viele Leute dann kommen, das muss uns nicht wirklich Sorgen bereiten. Gut, wir halten hier mal. Und dann sieht man, jo, hier haben wir tatsächlich noch keine Busse. Das werden wir gerne ändern. Machen wir als nächstes, wenn wir mitgefahren sind. Jetzt fahren wir aber natürlich noch weiter. Die Strecke ist hier noch nicht zu Ende. So, können wir den Zug mal nochmal angucken. Ja, sehr nett. Diese ÖBB-Lok, ist jemand drin? Nein. Gut, einsteigen, ab ins Tunnel rein. Das Stadttunnel. Ich weiß, das heißt der Stadttunnel auf Hochdeutsch. Ich bin Schweizer, ich sage das Stadttunnel. Das muss ich, glaube ich, immer wieder erzählen. Steht immer wieder in den Kommentaren. Cool, hier durchs Dörfchen durch. Dann unter dieser geschwungenen, schicken Brücke durch. Und weiter, ja, dem See entlang. Ein bisschen versetzt, nicht direkt am See, aber zumindest in der Nähe. Man sieht ihn, wenn man ein Fernglas hat. Nein, man sieht ihn auch so. Gut, weiß gar nicht mehr, wie war denn die Strecke. Da vorne geht es in den Tunnel rein und dann... Ist ja egal, wir sehen es ja, deswegen fahren wir ja mit. Mal gucken, was er für ein Tempo erreicht. Ich glaube, die 200 werden wir nicht schaffen. Müssen wir aber auch nicht. Es geht ja auch ein bisschen um die Kapazitäten. Und ja, wenn der jetzt halt 160 macht, dann ist er trotzdem schneller, wie wenn wir hier einen Zug installiert hätten, der nur 120 macht. Also von daher... Gefällt mir die Strecke. Ich finde die Strecke optisch relativ schön. Jetzt gibt es, glaube ich, gerade ein Autosave. Aber ich finde sie eben auch schön. Sie ist ein bisschen für die Zukunft gebaut. Würde ich mal sagen. Eben mit den Kapazitäten, die wir hier transportieren können. So, 160 haben wir und da kreuzen wir. Sehr schön. Der Norweger. Und da vorne sehen wir die ersten Häuser von Langenberg. Und wir bremsen. Da sehen wir auch schon den Bahnhof. Sehr nett. Und rechts kommen ja auch schon Schienen. Die kommen aus Weißwasser raus. Und wir haben Rot. Okay, dann ist der Kollege da noch im Bahnhof drin, beziehungsweise er kommt gerade raus. Ja, auch sehr schön. So, wenn der weg ist, können wir wieder Gas geben. Und das tun wir auch schon. Bestens. Haben wir hier? Hier haben wir. Oh, ja, hier haben wir vor allem Leute. Heiliges bisschen. Boah, überall. Das ist das, was ich gemeint habe. Da müssen wir dringend mal gucken, auch mit den Buslinien. Halt, ich wollte nicht die Industrie, ich wollte dich hier unten. 15 Passagiere, das ist natürlich einfach ein bisschen wenig. Vielleicht ein paar Busse mehr dazu, aber eben, das müssen wir in einer anderen Folge betrachten, sonst kriegen wir hier tatsächlich Probleme dann. Wir kriegen nicht Probleme. Ich war gerade wieder was anderes am Rum überlegen. Nein, wir kriegen keine Probleme. Aber wir wollen das Ganze sozusagen fertigstellen. Hier. In Erlikheim, da fehlen die Busse. Das wäre dann das zweitletzte Städtchen, wo wir noch Busse machen. Hier hinten in Bechhofen fehlen sie noch. Da fehlt aber noch ein ganzer Bahnhof. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal eine Bushaltestelle hin. Und ja, ist eh cool hier. Ist ein bisschen an den Berg rangebaut. Sowas gefällt mir natürlich immer besonders gut, wenn sie dann hier oben weiterbauen. Cool. Gut, also lasst uns mal Busse installieren. Wir machen hier mal nichts in dem Sinn Riesiges, würde ich sagen. Da haben wir noch neue Haltestellen. Wir können ja, Moment, hier hinten haben wir doch noch, genau, dieses schöne Ding. Ja, wenn das irgendwie hier dazwischen passt. Auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht. Da ist dann das Haus fällig, wenn wir Pech haben. Ja, und jetzt bauen sie hier. Ja, kaum kommen wir mit unserem
mit unserer Bushaltestelle. Stellen Sie gleich mal ein Häuschen hin. Nein, hier wollen wir keine Bushaltestelle. Okay, wollt ihr sie hier haben? Ja, hier wollen sie sie haben. Allerdings noch ein bisschen feiner gedreht. So, zum Beispiel irgendwie so. Wie sieht das aus? Das ist doch relativ nett. Okay, gut. Nummer uno haben wir. Jetzt brauchen wir hier die kleineren. Jetzt würde ich sagen, wir können gleich mal die hier nehmen. Diese EVAG-Haltestellen, das sind einfach im Prinzip so Pfosten, wenn man so will. Das passt hier doch relativ gut hin. Ich würde mal sagen, das ist halt auch eher so ein bisschen Bergdörfchen. Also, wo kommst du hin? Ich würde mal sagen, wir halten mal hier. Fahren hier über die Brücke. Hier rauf. Hier oben drüber. Halten hier nochmal. Ziemlich in der Höhe. Gehen mal nach hier hinten. Oder hier runter. Und fahren dann zurück. Ja, das passt soweit. Gut, wir brauchen eine neue Linie. Neue Linie von zack hier. Da. Und dann wieder hier. Und wieder zurück. So, das geht mittlerweile relativ schnell. Wenn man es dann mal 10.000 Mal gemacht hat, dann kann es auch ich. Gut, machen wir zu. Und das wäre dann Bus Erlikheim. Steht ja schön unten. Haben wir Schwein gehabt. Spickzettel. Bus Erlikheim. Heim. Passt das? Ja. Okay, was nicht passt, wir haben noch keine Busse, wir haben auch noch kein Depot. Da kommt ein Zug aus dem Tunnel, sehr nett. Das ist eh unserer. Ja, das ist unserer, definitiv. Cool, sehen wir dich auch wieder. Da hat es, glaube ich, jetzt tatsächlich sogar die ersten Passagiere. Ja, hier auch. 254 Kapazität, das passt dicke. Also, wir bräuchten noch Bushaltestellen für das Dörfchen. Ne, Blödsinn haben wir. Was erzähle ich denn? Busse brauchen wir. Da hat mich der Zug schon wieder so abgelenkt. Also, ein Depot. Wir haben halt leider immer noch nur diese hier. Aber die sind ja eigentlich auch relativ schön. Wenn wir das Depot hier hinmachen, machen wir da den Weg ein bisschen zu. Das würde ich nicht mal machen. Hier hätte ich gerne noch eine Straße. Das gucken wir nachher gleich mal. Ich mache mal Pause. Sonst bauen sie uns hier alles zu. Hier oben vielleicht. Krümmung zu groß, Bau nicht möglich. Okay, das geht ja nicht. Das ist ein bisschen schade, denn dann können sie hier natürlich auch keine Häuser hinbauen. Das wird nicht funktionieren. Geht auch nicht. Ist eigentlich auch nicht so ein Drama, wo das Ding steht. Oder wir machen es mal ein bisschen Richtung Berg. Bau nicht möglich. Okay, bauen am Berg macht seine Probleme. Hier, gut. Langer Rede, kurzer Sinn. Passagierbusse, was haben wir noch nicht? Was wollen wir noch mal? Hess-Buszug, guck mal, der ist ganz neu. Im Jahr 2011 versetzte die ZVB die alten Bergbusse zum vorerst letzten Mal. Nun ist die vierte Busgeneration im Einsatz. Bergbusse, das passt doch hier eigentlich perfekt hin. Der Busgeneration, ja, hier das gleiche. Machen wir mal einmal, zweimal und dann die hier noch. 1, 2, 3. Machen wir mal 4. Das wäre dann Linie zuweisen. Bus. Moment, hier, Erlikheim. Alles mit E. Elger Dingens. Und Elger Machens. Muss ich gerade einen Moment gucken. So. Ja, schöne Busse. Wie gewohnt von diesem Modder. Der hat ja auch den Stadler Ciruno gemacht. Und bei Trainfieber eben auch diese Hess-Busse und so weiter. Ja, die sind einfach immer sehr detailliert. Da schwenkt alles. Wunderbar. Sollen wir hier mal noch ein Momentchen einsteigen? Ich würde sagen, ja. Wir fahren eigentlich viel zu selten mit den Bussen mit, aber ich habe immer das Gefühl, ich verpasse was. Und der Sound auch sehr nett. Oh, da fährt schon einer über die Brücke. Das ging ja schnell. Heiliges bisschen. Machen wir das auch gleich? Wahrscheinlich ja. Gut. Weil eben mit den Bussen mitfahren, man könnte auch mit den Straßenbahnen immer mal wieder mitfahren. Das werden wir demnächst auch mal machen. Es wurde noch gewünscht, dass wir... Oh, wir fahren falsch. Das war mal noch... Wo fährst du lang? Das ist mal... Okay, wir steigen hier ein, wegen der Brücke. Dass wir mal in Wien noch mit der Straßenbahn mitfahren. Das werden wir natürlich auch machen. Ich möchte halt immer ein bisschen warten, bis da wirklich auch alle Gleise verlegt sind, damit das auch entsprechend dann ein bisschen aussieht. Schön, gefällt mir gut. Ist halt eben auch wirklich ein cooles Städtchen, da kann man gar nichts sagen. Idyllisch, geradezu. Sie bauen irgendwie auch schön hier. Wenn man da so guckt links, das ist so ein richtig schönes, modernes Häuschen.
Gefällt mir gut. Okay, eben eine ganze Busfahrt machen wir mal nicht. Das dauert mir zu lange. Da ist noch wieder ein Zug. Ja, das. Das gefällt mir dann wieder wesentlich besser. Wie einfach mit den Bussen mitfahren, hier die Züge anzugucken. Ich bin halt ein Zugfan. Ich mag die Busse auch sehr, keine Frage. Aber Züge, vor allem hier dieses Tunnel hier mitten in der Stadt drin. Oh, Moment, Pause. Ich wollte doch hier noch gucken, ob wir hier nicht eine Straße lang kriegen, bevor sie uns da wieder zubauen. Ne, geht das nicht, ohne dass da das Ding kaputt geht? Wir machen mal die kleinere Straße, dann geht's. Okay. Und bauen hier, ich würde mal sagen, so. Dass sie je nachdem wirklich links und rechts noch was hinstellen können. Oder wir bauen so. Ja, Moment. Machen wir hier eine Kurve. Machen wieder eine Kurve. So, mir geht es darum, dass hier noch Häuser stehen. Wenn wir das so machen. Kriegen wir das nicht ein bisschen besser hin noch? Zum Beispiel so. Ja, da können sie hier definitiv bauen. Und hier kommen wir ja problemlos rüber. Weil es ein Tunnel ist. Oder wir machen mal... Moment, kommen wir hier noch raus? Ja, sehr schön. Dann gibt das hier die Verbindung. Hier unten rein. Wir gehen hier noch ein bisschen weiter. So, passt. Gut, dann können wir auch wieder laufen lassen. Dann haben wir hier nämlich auch noch ein bisschen geholfen, so dass die hier vernünftig ein bisschen am Städtchen rumbauen können. Die Straße, würde ich sagen, lassen wir mal noch. Die haben hier noch keinen Güterbahnhof. Das können wir alles noch offen lassen, für wenn wir dann den Güterbahnhof haben. Gut, ich würde mal sagen, hier hätten wir es soweit. Jetzt möchte ich aber nach Bechthofen zurück. Nicht Bechthofen, sondern Bechhofen. Wo war das? Umkirch. Moment, das müsste irgendwo hier unten sein. Da ist es doch. Okay, ihr habt hier also noch keine Busse oder Straßenbahn. Ihr habt auch noch keinen Bahnhof. Das würde ich jetzt glatt mal ändern, denn wir haben noch neue Bahnhöfe. 2 Stück. Die haben wir also ergo definitiv noch nicht benutzt. Das wäre mal hier Bahnhof 1976 Windsheim, aber vor allem der hier, der Bahnhof Viersen. Um 2015, also relativ aktuell. Jetzt, wohin mit dir? Wir könnten dich da neben den Güterbahnhof stellen. Auf der anderen Seite, guck mal, das ist doch auch hier so ein bisschen ein Bergding. Das ist da auch ein bisschen an den Bergrand gebaut. Das geht hier irgendwie sowieso nicht. Doch, würde gehen. Aber ich habe gerade gesehen, hier oben. Oh, jawohl, hier. Hier möchte ich den Bahnhof haben. Über dem Städtchen thronend. Machen wir. Wir gucken mal, wie wir das mit der Länge und so weiter haben. Die Durchgangsgleise lassen wir mal noch. Zweiten Straßenanschluss brauchen wir gar nicht. Wenn wir dich hier hinhängen, dann kostest du 4 Millionen. Moment, ich müsste mal noch ein bisschen rüber. Terrainangleichung nicht möglich. Vorher ging es gerade noch. Weiter runter. Ist er zu lang oder was hat er für ein Problemchen? Wenn wir 240 Meter machen, dann geht's. Okay, jetzt mache ich aber nochmal die 320. Damit wird das... Ah, das geht auch. Okay, dann ist er einfach da hinten ein bisschen verschoben. Wird dann je nachdem noch interessant, wie wir da eine Straße hinkriegen. 4 Millionen gekauft. Dankeschön. Ja, sehr schön. Neuer Bahnhof, das ist natürlich immer sehr nett. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier mit den Sträßchen hinkriegen. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Häuser hier früher oder später werden die weichen müssen. Aber es geht tatsächlich noch. Ist ja interessant. Okay. Und hier in die Richtung geht auch. Na, dann machen wir das. Da muss gar nichts weichen. Bestens. Ein bisschen Chrom. Auch ein bisschen Chrom. So wäre es besser. Da wird ein Gebäude entfernt. Okay, damit müssen wir leben. Ich habe gerade gesagt, dass welche entfernt werden müssen. Dann musste keines entfernt werden. Und damit ich jetzt nicht blöd dastehe, haben wir das Haus trotzdem noch abgerissen. Gut. Hier fehlt jetzt noch Buszeugs. Und da müssen wir ja natürlich noch Eisenbahn installieren. Das würde ich dann vielleicht am ehesten mal Richtung Weißwasser angehen, dass wir das als erstes machen. Was wir auch noch machen, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, wir bauen einen Elbtunnel in Hamburg. Das war ein Kommentar, dass der noch fehlt und der fehlt tatsächlich. Den machen wir dann auch noch, das machen wir aber in einer der nächsten Folgen. Gut, ich brauche mal wieder einen Zug. Da steht ein Güterzug. Wir gucken mal irgendwo. Fährt doch hier mit Sicherheit ein Zug rum. Da oben. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wir holen ihn uns. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Und dann schauen wir, dass wir da
in dem Städtchen die Züge rankriegen und ja, mal gucken, vielleicht machen wir ja noch eine Straßenbahnlinie. Wir werden mal schauen. So, jetzt läuft's wieder. Jetzt können wir Tschüss sagen. Danke fürs Zusehen. Tschüss.